Bayer Leverkusen hat Trainer Heiko Herrlich gefeuert. Bayer Leverkusen Sportgeschäftsführer Rudi Völler feuert Trainer Heiko Herrlich. Der 3:1 Heimsieg gegen Hertha BSC Berlin gestern und die 4 Siege in den letzten 5 Pflichtspielen sind einfach unter dem Niveau von Bayer Leverkusen. Dafür gibt's die Quittung, einen Tag vor Weihnachten, Arschtritt rausschmiss. Ciao Herrlich. Dank dieses genialen Schachzugs gilt Rudi Völler nun als heißester Anwärter auf den Arschloch Award 2018. Er würde damit den bereits siegessicheren Neymar auf den zweiten Platz verweisen. Neuer Leverkusen-Trainer wird übrigens ein gewisser Peter Bosch. Was hältst du davon? War es Karma, quasi die gerechte Strafe für Heiko Herrlichs Schwalbe? Oder war es mangelndes Fingerspitzengefühl eines alternden Misanthropen? Oder ist es einfach Business? Die Bundesliga ist schließlich kein Ponyhof. Na dann, fröhliche Weihnachten!